Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen prinzipiell für eine Augenlaserbehandlung nicht. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmefälle, wo die gesetzliche Krankenkasse etwas dazu zahlen kann. Und das ist, wenn der Sehfehler zwischen beiden Augen unterschiedlich ist. Hier muss die Differenz zumindest 3 Dioptrien betragen. Beziehungsweise, wenn ein Sehfehler sehr hoch ist, dann können gesetzliche Krankenkassen auch etwas dazu zahlen. Bei den privaten Krankenkassen ist es ein bisschen anders. Das hängt davon ab, ob eine Zuzahlung gewährleistet wird oder nicht, von dem jeweiligen Tarif, welchen man zahlt. Es gibt Krankenkassen, die übernehmen komplett eine Augenlaserbehandlung, und es gibt Krankenkassen, die einfach eine Augenlaserbehandlung aus ihrem Vertrag ausschließen. Deswegen ist es immer eine gute Idee, vor dem Eingriff schriftlich die Krankenkasse anzufragen, ob eine Zuzahlung oder Komplettübernahme stattfindet. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.